Heute bin ich in der Gecko-Bar. Hallo Emily, schön, dass du hier bist. Soll ich dir die Gecko-Bar zeigen? Ja, gerne. Dann komm mal mit. Das sieht ja hier schön aus. Abends, wenn die Sonne hier noch ein bisschen scheint, ist es super gemütlich. Freunde können zusammen Cocktails trinken oder einen Kaffee. Und zu großen Sportereignissen hatten wir sogar hier Fernseher aufgestellt. Und es war eine tolle Atmosphäre. Hm? Kannst du dir das vorstellen, wie es hier abends ist? Ja, das kann ich mir ganz genau vorstellen. Und jetzt zeige ich dir, wie es hier drin aussieht. Hm? Darf ich den mal anfassen? Ja, na klar. Komm mal hoch. Das ist aber groß hier. Ja, bei uns kann man ganz viele Dinge machen. Beim Billard fängt es erst an. Du hast ja gesagt, man kann hier viel mehr machen als Billard spielen. Ja, na klar, komm mit, ich zeig's dir. Ja, gerne. Was macht man denn hier? Das ist unsere 50s Lounge, die ist ganz gemütlich. Hier ist der Fernseher, da laufen Sportevents. Aber das ist hier nichts für dich, hier sind nämlich die Raucher. Komm mal weiter. Das ist hier unser Dartraum. Kann man prima Dart spielen. Mhm. Und wenn man den Raum mietet, kann man an dem Fernseher prima Karaoke singen. Mhm. Darf ich das auch mal spielen? Ja klar, wir holen die Pfeile. Mhm. Was habt ihr denn noch? Ich zeig dir das, komm mal mit. Mhm. Was für eine Sitzecke ist das denn? Das ist unsere Bambu-Lounge, mhm. Die hat was ganz Besonderes. Mhm. Achte mal da oben. Mhm. Du weißt ja, wir haben ja ganz viele Sitzecken. Ja. Und das Besondere an der hier ist, dass sie diese große Leinwand hat. Und da kann man ganz viele Sportevents drauf sehen. Zum Beispiel Fußball oder Boxen läuft abends manchmal. Mhm. Und den Grand Prix hatten wir hier auch geguckt. Soll ich dir noch mehr zeigen? Ja, gerne. Bei euch ist es ja wirklich gemütlich. Ja, das finde ich auch. Ist das hier auch eine Sitzecke? Ja, das ist unser G-Club. Den kann man auch für Weihnachtsfeiern, für Geburtstage oder andere Events mieten. Manchmal spielen ja auch welche Poker. Mhm. Das siehst du hier. Und man kann hier ein Catering aufbauen zum Essen. Und wir kommen hier runter und bringen die Getränke dann. Und man kann dann sich dort hinten zum Beispiel hinsetzen und hier ein bisschen tanzen. Was ist denn das? So ein komischer Tisch. Das ist ein Pokertisch. Mhm. Dort sitzen viele erwachsene Menschen und spielen Karten. Kann man denn hier den ganzen Raum mieten? Ja, das wird sogar sehr gerne gemacht. Dann kann man den ganzen Abend mit seinen Freunden alleine tanzen. Dort hinten haben wir sogar eine extra Bar. Mhm. Und Essen gibt es hier auch. Mhm. Besser geht's doch wohl nicht, oder? Ja, super gut. Hier sind wir hinter unserer großen Bar. Mhm. Wir sind hier eine Cocktailbar und machen die leckersten Cocktails. Sollen wir mal zusammen machen? Bist du mit dabei? Ja, gerne. So, und jetzt probieren wir unsere Cocktails einmal. Mhm. Und, schmeckt er dir? Lecker. Bei euch gibt es bestimmt viele Cocktails. Ja, besonders zur Happy Hour. Weißt du, was das ist? Nein. Da können alle Gäste bei uns alle Cocktails zum halben Preis trinken, von 18 bis 21 Uhr.
Das ist ja super. Mhm. Und weißt du, was bei uns noch ganz besonders ist? Nein. Wir haben immer eine extra Karte, wo die neuesten Getränke drauf sind. Was für Gäste bekommt ihr denn? Zu uns kommen ganz verschiedene Gäste. Einige wollen in einer schönen Atmosphäre Billard spielen. Mhm. Andere leihen sich Brettspiele oder Kartenspiele aus, wie zum Beispiel Uno. Das kennst du sicherlich. Ja. Und spielen in einer gemütlichen Runde. Und wiederum andere Gäste kommen hier und wollen richtig feiern. Und diese Vielfalt macht unsere Bar aus. Und möchtest du noch was über unsere Bar erfahren? Ja, ich möchte wissen, wie dein Cocktail schmeckt. Ja, dann probieren wir. Und? Super gut. Und zum Abschluss können wir doch jetzt noch mal Karaoke singen. Jetzt müssen wir gleich singen. Jetzt geht's los. Du bist super lieb, aber singen kannst du nicht. Dankeschön. So, Emily, ich hoffe, es hat dir in der Gecko-Bar gefallen. Ja, super gut. Und wenn du nächstes Mal wieder hier bist, können wir eine Partie Billard spielen. Mhm. Auf Wiedersehen. Tschüss.